Ja, bei uns nach der Partie Doppeltorschütze Elias Huth. Herzlichen Glückwunsch zu deinen Treffern und auch zum Auswärtssieg in Ingolstadt. Wie geht's jetzt direkt nach der Partie? Ja, also mega Gefühl, also vorm gefüllten Gästeblock gefeiert mit der Mannschaft und das hat einfach mega Spaß gemacht heute. Ich glaube, wir haben das Spiel auch noch gedreht in einem Derby, also geht eigentlich nicht geiler. Ja, vor dem Spiel oder ja, während des Spiels musstest du erstmal auf der Bank Platz nehmen, hast das Spielgeschehen quasi von abseits des Platzes beobachtet oder gesehen. Welche Partie hast du am Anfang gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit? Sehr, sehr dynamisch, mit viel Energie gespielt, glaube ich. Also Ingolstadt hat auch einen guten Ball gespielt und hat Spaß gemacht, einfach zuzuschauen, auch von der Bank. Und ja, ich glaube, das Spiel konnte in die eine oder andere Seite kippen. Und am Ende haben wir, glaube ich, die Schippe mehr draufgelegt und deswegen gewonnen. Genau, du bist dann als Joker ins Spiel gekommen und konntest dich dann oder Dianel für den Aufwand belohnen. Wie ging es dir bei dem Tor? Wie ist das Tor zustande gekommen? Nimm uns gerne nochmal mit. Ja, es ist immer schwer, die Tore danach zu beschreiben. Ich muss mir erst mal anschauen, aber ich glaube, ich habe nur im Kopf, dass Domo Kota von rechts flankt und bin sehr, sehr dankbar dafür, weil ich einfach angewiesen darauf bin, dass die Flanken von außen kommen und habe den Ball ganz gut getroffen und der ist, glaube ich, im langen Eck dann untergekommen und ja, also an der Stelle nochmal danke Domo für die Flanke. Ich glaube, er hat gebeten, ihm einen Kuchen zu backen, den bekommt er natürlich von mir. Ihr seid allgemein heute sehr hoch angelaufen. War das quasi auch die Marschroute, die Joe Enochs heute vorgegeben hat? Ja, das ist, glaube ich, unsere Identität. Also wir wollen emotionalen Fußball spielen, anstrengenden Fußball. Das macht uns allen Spaß und das ist die Vorgabe vom Trainerteam, das versuchen wir umzusetzen. Ja, dann wurde dir oder euch noch ein Elfmeter zugesprochen. War es klar, dass du die Verantwortung übernimmst? Ja, ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich glaube, Andi war auch im Endeffekt damit okay, dass ich schieße. Und ja, Gott sei Dank ist er dann auch reingegangen. Andi Geipel war es dann am Ende auch, der den Sack zugemacht hat mit seinem Solo. Was ging dir da durch den Kopf? War dann endgültig klar, heute wird die englische Woche quasi mit der Kirsche, mit dem letzten Dreier dann nochmal gekrönt? Ja, das 4:2 mit dem Schlusspfiff, das war schon ganz cool. Ja, und der Sepp hat nochmal seinen Turbo gezündet, glaube ich, am Ende. Und ja, ich habe gesehen, dass er viel Platz hatte und trotzdem gehört es dazu, dass man ihn auch reinmacht, trotz dessen, dass der Torwart, glaube ich, nicht im Tor war. Also Gott sei Dank haben wir dann das 4:2 nochmal drauf gemacht. Wir haben gesehen, am Ende hat es nochmal ein bisschen gebrannt bei uns im 16er. Deswegen gehen wir da mit einem 4:2 lieber nach Hause als mit einem zitterigen 3:2. Allgemein ein sehr, ja, sehr ausgeglichenes Spiel mit Chancen, Hüben wie drüben. War es auch ein Spiel, das zu einem Zeitpunkt auch kippen hätte können? Ja, jederzeit. Also man hat es ja gesehen, also Ingolstadt war ja in Führung gegangen. Es gehört da, glaube ich, eine große Masse an Charakter dazu, dass wir das nochmal ausgleichen und auch noch drehen. Und es macht einfach riesig Spaß, in der Mannschaft zu spielen, weil wir sehr, sehr geordnet sind hinten und weil wir einfach großen Charakter gezeigt haben. Nicht nur heute beim Spiel, sondern auch in den letzten Spielen. Also macht riesig Spaß, in der Mannschaft zu spielen. Und wie viel Spaß hat es dann gemacht, mit den Fans auf den Zaun zu feiern? Ja, mega. Also wie schon gesagt, gefüllter Gästeblock. Hey! Ja, ich glaube, wir machen ja nicht mehr lang. Also es hat riesig Spaß, mit den Fans zu feiern. Und ja, war auch eine neue Erfahrung für mich auf dem Zaun. Ich hoffe, dass alle zufrieden waren, aber hat schon riesig Spaß gemacht, ja. Gut, dann entlasse ich dich quasi in die Kabine. Viel Spaß beim Feiern. Es gibt Kuchen in der Kabine. Ciao, mach's gut.